es ist jetzt Donnerstag. Am Samstag fliege ich immer noch. Ich laufe gerade meinen Weg, den ich hier im Park laufen muss. Das ist das vorletzte Mal, wo ich den laufen muss. Und ich dachte, weil es ja Sommer ist, ziehe ich mir Flipflops an. Birkenstock. Es war eine schlechte Idee, 45 Minuten laufen mit Birkenstock, die ich seit einem halben Jahr, ein Jahr gefühlt nicht mehr anhatte. Ist wahrscheinlich nicht das Beste. Aber egal, ich gebe es mein Bestes, wenigstens scheint Sonne. Und ja, ich gehe jetzt in die Stadt und mal schauen, was ich mache. Update, ich bin jetzt die Hälfte der Strecke gelaufen und ich glaube, ich habe mir die fettesten Blasen ever gelaufen. Aber egal, Hauptsache, ich komme rechtzeitig zum Bus und ich kann meine letzten Tage genießen. Ich bin übrigens in Nordirland, falls ihr euch wundert. Und ich laufe gleich über die Grenze. Das ist die nordirische und irische Grenze. Nochmal ein kurzer Zwischenstopp, kurz vom Ziel. Ich glaube, meine Füße sterben gerade ab. Das ist das schmerzhafte Gefühl. Oh mein Gott. Also, war keine gute Idee. Ich versuche gerade durchzumarschieren. Mein Bus kommt in 10 Minuten. Ich hoffe, dass ich... Ich muss ja schnell laufen. Naja, ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich kann halt auch heute in der Stadt nicht wirklich laufen. Ich war jetzt erstmal mit ein paar Leuten einkaufen sozusagen, also halt im Shoppingcenter, auch in Anführungszeichen. Ist nicht wirklich groß. Und jetzt laufe ich dahin, was ich eigentlich heute machen wollte. Und meine Füße tut mich, ich humpel mir. Das ist so peinlich. Ich laufe hier alleine rum und ich humpel total. Das ist, als ob ich mir alles gebrochen hätte, glaube ich. Also es tut alles weh. Birkenstock, nicht zu empfehlen, zum 45 Minuten laufen. Guten Morgen, es ist Freitag. Morgen fliege ich und ich habe ein großes Problem. Mein Zimmer sieht so aus, ich weiß nicht, was gerade von meiner Kamera ist, sorry. Der Koffer ist voll. Wie soll ich denn bis morgen was organisiert haben? Ich habe viel zu viel Zeug, ich habe schon ein großes Paket. Ich muss heute wieder laufen und ich muss mit den, keine Ahnung, wahrscheinlich so 15 Kilogramm Paket in 40 Minuten laufen. Oh Gott. Egal, deswegen, ich bin jetzt drei Stunden früher auf. Ich muss ja auch mein ganzes Zimmer zu putzen, dass ich das irgendwie schaffe. Der Tag ist zu Ende. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist das weirdeste Gefühl ever. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich 2 Stunden früher fahre. Heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich, ich habe jetzt ungefähr noch, mein Bus kommt in 6 Stunden ungefähr und ich muss so 3 Stunden dahin fahren. Das heißt, in 4 Stunden muss ich aufstehen. Ich werde wahrscheinlich nicht schlafen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie abnormal dieses Gefühl ist, einfach zu wissen, dass man geht und man kommt halt nicht mehr zurück. Also egal, wie du zurückkommst, es wird halt nicht dasselbe. Und ich bin ehrlich, ich habe es absolut noch nicht realisiert. Absolut noch nicht realisiert. Tschüss sagen, es war nicht mehr so emotional, wie man denkt. Ich habe Bestand und es war so tschüss. Also ich habe halt krass das Gefühl, dass ich am Montag wieder in die Schule gehe mit meiner Schuluniform, in die Louis und Ian sehe. Aber nein, für mich geht's jetzt nach Hause, Leute. Es wird jetzt nicht der letzte Part von meinem Vlog sein, aber ich hoffe, dass meine Vlogs euch gefallen haben. Ich weiß, dass sie nicht immer sehr lang waren. Aber ich hoffe, dass sie draußen euch ein bisschen einen Einblick gegeben haben und ein bisschen motiviert haben, einen Aussatz zu machen. Weil ich bin ehrlich, ich bereue es absolut nicht, hergekommen zu sein. Das war eine sehr wichtige Entscheidung für mein Leben. Ich habe so viel gelernt in den letzten Monaten und ich werde es nie vergessen. So sieht mein Stand gerade aus. Aber das habe ich dann rückgezogen. Also ich kann jetzt, glaube ich, schlafen gehen. Why be more happy, it's the last day. NIG. Kaum habe ich mich versehen, bin ich am Flughafen. Ich habe hier 12 Stunden Zeit. Ja, ich treffe mich jetzt einfach jede Stunde sozusagen mit anderen Leuten und bringe die halt zum Airport. Und weiß nicht, was ich ganz machen soll. Hier, meine Emotionen sind noch sehr... Ich spüre nichts. Also nicht, dass ich gar nicht traurig bin, aber das ist so eine Art von Realisation. Ich kann es absolut nicht wahrnehmen. Es ist aber so traurig, den ganzen Leuten zu sagen, tschüss Irland. Mit dem Video werde ich mich jetzt verabschieden. Das ist mein letztes Vlog-Video, da ich hier zu Hause bin, da mein Auslandsjahr zu Ende ist.
Ich weiß so fuck nicht, was ich sagen soll. Ihr könnt mir glauben, es ist das weirdeste Gefühl ever. Weil erstmal diese lange Vorbereitung, diese jahrelange, nicht jahrelang, diese monatlange Vorbereitung fürs Auslandsjahr, dann die Vorfreude, dann die ganzen Vortreffen, dann, wenn man endlich fliegt, das Softlanding Camp und jetzt ist einfach zu Ende und ich bin hier. Oh mein Gott, ich bin jetzt sehr traumatisch darüber. Wenn ihr in meiner Situation seid, dann wisst ihr, wieso ich traumatisch bin. Ja, aber ich empfehle euch vom ganzen Herzen, macht ein Auslandsjahr. Ich hoffe, meine Vlogs haben euch gefallen.